Hello und welcome back zu einem neuen Video. Heute melde ich mich auch tatsächlich wieder mal persönlich mit einem Intro bei euch. Bei den letzten beiden Videos ist das ja leider ausgefallen. Henry, pst, ich filme hier gerade ein Intro, Mensch. Ich habe heute wieder ein What I Eat in a Week für euch. Das heißt, ich habe euch 5 Tage lang von Montag bis Freitag mitgenommen und euch gezeigt, wie meine Ernährung so aussieht, was es bei mir so zu essen gibt. Ihr müsstet das Format ja eigentlich kennen, wenn ihr schon ja, länger Abonnent von meinem Kanal seid. Falls ihr jetzt neu dazugekommen seid, hello, es freut mich sehr. Ihr könnt meinen Kanal sehr gerne abonnieren für mehr wöchentliche Food-Inspo und Vlogs. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr What I Eat in a Weeks oder Food Diaries generell wollt. Dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde tatsächlich gerne 2 Videos die Woche hochladen, aber ich schaffe es tatsächlich einfach zeitlich nicht. Mit dem Schneiden, also Filmen wäre kein Problem, mal schneiden. Deswegen, ja, hoffe ich, einmal die Woche passt auch für euch. Und als kleinen Disclaimer noch vorab. Das ist eben meine Ernährung, so ernähre ich mich. Es ist auch nur eine spezielle Woche. Jede Woche kann anders aussehen, jeder Tag kann anders aussehen. Manchmal esse ich nur 2 Mahlzeiten und dafür noch Snacks, manchmal 3 Mahlzeiten und Snacks. Also das kommt immer total auf den Tag drauf an, wie ich unterwegs bin, wie ich Hunger habe. Ich ernähre mich intuitiv und höre da einfach auf meinen Körper. Und deswegen wollte ich das als kleinen Disclaimer noch vorab sagen, dass ihr das bitte nicht eins zu eins so kopieren sollt, sondern eben meine Food Diaries und What I Eat in a Week einfach als Inspiration sehen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Weiter geht es mit einem Voice-Over und wir starten beim Montag. Da gab es zum Frühstück erstmal einen Tee. Ich trinke morgens eigentlich immer einen Pfefferminztee und auch oft einen Kaffee. Den habe ich tatsächlich diese Woche komplett nicht gefilmt, deswegen denkt den euch einfach hinzu. Und dazu gab es einen Protein-Smoothie mit Proteinpulver, Blaubeeren, ja, Hafermilch habe ich dafür verwendet. Noch zum Vermischen obendrauf Hanfsamen und Berberitzen und dazu Knäckebrot. Das war so Roggen, pur Knäckebrot mit Avocado, Chili, Salz und Gurken. Ja, eigentlich so ein Standard-Frühstück von Caro. Dann gab es eine Bowl und zwar mit Spinat als Base. Dann haben wir Räuchertofu drauf gegeben. Wir. Ich habe Räuchertofu drauf gegeben, Kichererbsen, Gurken. Dann hatte ich noch so getrocknete Tomaten. Ich liebe es irgendwie. Also ich liebe getrocknete Tomaten. Muss ich mir definitiv wieder öfters kaufen. Dann noch Sprossen oben drauf und als Dressing mein geliebtes Tahini-Dressing. Ja, das müsstet ihr eigentlich mittlerweile auch schon von mir kennen. Das geht eigentlich auf jede Bowl oben drauf. Zum Abendessen gab es dann tatsächlich einen, ja, Nachtisch eigentlich. Und zwar Proteinpudding. Das Rezept habe ich auch schon öfters geteilt. Es ist Proteinpulver mit Pflanzenmilch und Agar-Agar aufgekocht. Dann habe ich da gefrorene Beeren oben drauf gegeben und noch eine Menge Mandelmus. Und ja, ich liebe es, das muss ich tatsächlich mal wieder öfters machen. Müsst ihr definitiv mal ausprobieren. Und dann als Snack danach oder Nachtisch oder wie auch immer man es nennen möchte, gab es noch Süßkartoffelchips. Das sind die von Koro. Da ist ja mein Code immer gültig. Ist auch in der Videobeschreibung, mit dem ihr 5% spart. Kleine Werbung an dieser Stelle. Und die habe ich gedippt in das Naughty Nuts Kakao Crunch Haselnussmus. Das liebe ich. Das macht wirklich süchtig. Falls ihr es noch nicht probiert habt, dann macht das gerne mal, wenn ihr auch süchtig werden wollt und Nussmus sowieso liebt, dann it's for you. Ja, liebe die Kombination aus süß und herzhaft. Weiter geht's mit Dienstag. Da gab es dann wieder das gleiche Frühstück wie am vorherigen Tag. Also wieder Roggenvollkorn, Knäckebrot. Irgendwie liebe ich Knäckebrot in letzter Zeit, weil es so schön knackig ist. Und dieses Mal habe ich noch Spinat mit in den Smoothie reingemixt, deswegen ist er so ein bisschen grünlicher geworden für die Greens am Tag und weil der Spinat tatsächlich auch einfach weg musste. Der war schon ein bisschen schlecht, weil zum Mittagessen gab es eh eine Bowl, da habe ich auch als Base Blattspinat genommen. Dann hatten wir Räuchertofu, Avocado, Erbsen, rote Beete, wieder Sprossen. Dann habe ich da noch so Basilikum getrocknet und oben drauf gegeben. Noch mehr Sprossen, einmal waren es Radieschen und Alfalfa-Sprossen. Und danach habe ich dann noch mein Tahini-Dressing wieder oben drauf gemacht, aber das habe ich dann nicht mehr gefilmt, weil ja, die Bowl zerstört es dann öftermals, wenn direkt schon das Dressing oben drauf ist. Also denkt euch das Dressing einfach noch
zur Bowl dazu. Genau, dann ging es zu einem Coffee Date mit einer Freundin in Mannheim zum Schönklar, für alle, die aus der Umgebung kommen. Da gibt es nämlich immer veganen Kuchen und es war so ein heißer Tag. Wir haben uns erstmal einen Eislatte geholt mit Hafermilch. Der hat auch die perfekte Größe und mit der Oatly Hafermilch, also da hat man mich eh schon. Und einen Cheesecake. Ihr wisst, das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Das war so ein Raspberry Cheesecake. Und den hatte ich tatsächlich schon öfters dort. Der ist mega, mega lecker. Ich weiß auch gar nicht, aus was der genau gemacht ist, aber wahrscheinlich mit Tofu nehme ich mal an. Also zumindest von der Konsistenz her hat es so geschmeckt. Genau. Und den habe ich mir dann zum Kaffee dazu gegönnt. Ich liebe einfach die Kombi aus Kaffee und Kuchen. Könnte es bei mir tatsächlich jeden Tag geben. Und zum Abendessen war ich dann mal wieder ein bisschen, ja, kreativer, beziehungsweise habe ich mir etwas Aufwendigeres gemacht als nur eine Bowl. Und zwar Sommerrollen. Sind ja auch so ein Standard-Abendessen von mir. Ich liebe es halt einfach. Gefüllt mit Spinat, Paprika, Karotte, dann Sprossen, Räuchertofu und dazu wieder mein Tahini-Dressing oder Dip. Ja, Henry hat auch schon drauf gegeiert, aber der hat natürlich nichts davon abgekommen. Der kann nichts damit anfangen. Zum Nachtisch gab es dann noch eine Bowl mit gefrorenen Beeren. Ja, probiert's mal aus und dann judged mich. Aber ich mag das einfach, weil das so schön erfrischend ist und man kaut da so ein bisschen drauf rum. Deswegen, ich liebe halt gefrorene Beeren. Dann von Naughty Nuts das Cinnamon Roll Nussbutter oben drauf. Das ist Mandelmus mit Zimt und Datteln. Das ist auch mega, mega nice. Und dann noch einen Hay Pure Almond Natural oben drauf geschnitten für ein bisschen extra Protein an diesem Tag. Ja, dann geht's weiter mit Mittwoch. Da habe ich mir zum Frühstück eine Smoothie Bowl gemacht und da mache ich immer noch so einen Mixer Clean Out, also quasi mit dem restlichen Mixerinhalt, damit ich den nicht sauer machen muss, mixe ich da einfach Wasser rein mit Gerstengras und Brokkolipulver. Dann habe ich nochmal ein paar extra Greens und die Smoothie Bowl war aus Banane, Spinat, Gurke, Avocado und pflanzlicher Milch mit Proteinpulver noch, genau. Und als Toppings hatten wir Cashewmus, Kakaonips, Berberitzen, Hanfmus und frische Beeren. Also der Cashewmus-Drizzle sieht nicht so ästhetisch aus, habe ich mich im Nachhinein geärgert. Aber das war tatsächlich schon so der Rest unten am Boden, deswegen war es tatsächlich nicht ganz so flüssig zum Drizzeln. Naja, ist ja auch okay. Dadurch, dass ich relativ spät gefrühstückt hatte an diesem Tag tatsächlich, gab es dann erst so eine Abendessen-Bowl. Also wie gesagt, manchmal esse ich ja auch nur zwei Mahlzeiten, das sind unterschiedliche Tage, deswegen ja, gab es hier eine riesig bunte Bowl. Ich hatte die auch auf Instagram gepostet. Als Base hatten wir Blattspinat, dann Kichererbsen, Räuchertofu, Hokkaido-Kürbis, der war aus dem Tiefkühlfach. Dann von Litza Pasta, Paprika, Erbsen, wieder mein Tahini-Dressing und obendrauf noch Hanfsamen. Und danach mache ich immer noch voll viele Gewürze, Salz, Pfeffer, Kurkuma und sowas drauf, aber das sieht dann nicht mehr ganz so schön aus. Und hier zum Vergleich mal meine Hand. Also meine Bowls und Portionen sind generell auch schon immer sehr groß, damit ihr mal so das Mengenverhältnis habt. Ja, aber trotzdem dürft ihr natürlich ein Nachtisch oder etwas Süßes, um den Tag zu beenden, an diesem Mittwoch auch nicht fehlen. Und zwar einen grünen Apfel. Ich liebe ja grüne Äpfel von Granny Smith. Aufgeschnitten und dann wieder meine gefrorenen Beeren. Das ist eigentlich immer Standard Blaubeeren und Himbeeren. Dann wieder das Cinnamon Roll, ja, Mandelmus von Naughty Nuts und wieder ein Hay Pure Natural obendrauf. Übrigens, ich gebe immer noch mal mehr Nussmus am Schluss obendrauf. Also, wenn ich die obere Schicht so abgegessen habe. Deswegen, ja, habe ich das auch nicht immer komplett mitgefilmt. Und dann gab es noch ein paar Möhren. Die hatte ich auch schon angegessen, bevor ich dann gemerkt habe, oh, Caro, du filmst ja ein What I Eat in a Week. Du musst das filmen. Einfach Karotten gedippt nochmal in das Naughty Nuts Cinnamon Roll Nussmus. Das ist auch so eine nice Kombination, die ich finde. Dann kommen wir schon zu Donnerstag. Da gab es morgens erstmal einen Iced Matcha Latte mit Erbsenmilch. Und ich hatte auch schon angefangen zu trinken, weil ich es auch für Insta gefilmt habe. Und habe dann wieder drin gedacht, ah, okay, ich muss es ja noch für YouTube filmen. Struggles of a Content Creator, wenn man mehrere Plattformen gleichzeitig bedient. Genau, deswegen habe ich das mir gegönnt und währenddessen noch ein paar E-Mails abgearbeitet. Und dann ging es nämlich nach Heidelberg zu einem Brunch. Da habe ich mich mit der lieben Caro getroffen, die extra aus Ulm hergefahren ist. Caro, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, du schaust meine Videos. Sie hat nämlich bei Nomad meine Schoko-Acai-Bowl probiert. Ich habe da ja eine eigene Smoothie-Bowl-Kreation für diejenigen, die aus Heidelberg kommen. Und für sie gab es eben die Smoothie-Bowl. Dazu hatten wir einen Immun-Booster-Saft. Da war irgendwie Ananas, Orange, Ingwer, Zitrone, Cayenne-Pfeffer drin. Ich hatte das Pea
Guacamole Toast, genau, mit so Erbsen, Guacamole und Süßkartoffel obendrauf auf so einem richtig leckeren Brot. Das, ja, war perfekt, weil danach gab es noch Nachtisch. Wir haben uns Rubikern Kuchen geteilt. Wir hatten einmal einen Cherry Chocolate Cheesecake und einen Blueberry Cheesecake. Wie gesagt, Rubikern ohne raffinierten Zucker. Die waren richtig lecker. Also wir haben uns den jeweils geteilt, weil sharing is caring. Wir konnten uns auch nicht entscheiden, weil es da so nice Kuchen gab. Auch noch Bananenbrot und Zitronenkuchen. Und ja, somit konnten wir eben auch direkt zwei Sorten probieren. Ja, also haben wir so den perfekten Brunch gehabt und sind dann noch durch Heidelberg den ganzen Tag rumgelaufen, hatten auch noch einen Eiskoffee, den habe ich tatsächlich auch nicht gefilmt, ein Eis Americano, und haben uns dann noch ein Eis gegönnt. Da hatte ich ein veganes Matcha mit Sojamilch und Zitrone. Das war eine richtig perfekte Kombi, aber das Eis ist so geschmolzen, weil es so heiß war. Und ich war dann auch relativ spät erst zu Hause und hatte dann ein Dinner, es hat dabei gewittert, deswegen war es auch so dunkel. Und zwar einfach schnell zusammengeworfen Spinat, Kichererbsen, Räuchertofu, Gurke, Sprossen, Hanfsamen und dann wieder mein Tahini-Dressing, was ich nicht gefilmt habe. Also ja, nicht ästhetisch, einfach so Leftovers, die ich irgendwie da hatte, weil ich echt auch gar keine Lust hatte, irgendwas zu kochen. Und hungrig war, weil ich vorher noch ein Pilates-Workout gemacht habe. Genau, deswegen, ja. Ein unästhetisches Abendessen, aber das ist ja das Reale an diesem What I Eat in a Week. Nachtisch durfte natürlich trotzdem nicht fehlen, auch wenn es schon relativ spät und dunkel war. Einfach eine Packung gefrorene Beeren, das waren 300 Gramm. Und dann habe ich hier von Fly die neue Haselnuss-Proteinmilch probiert. Die ist so lecker, wirklich. Also ich hätte mir am liebsten direkt wieder gekauft heute, weil die so, so lecker war. Und die habe ich tatsächlich da einfach so drüber gegossen. Also probiert das mal aus, weil das wird dann so ein bisschen fester, das habe ich auch schon öfters mal in YouTube-Videos gezeigt. Und die war halt so richtig schön cremig süß, also absolute Empfehlung. Ich habe auch schon die Schoko immer sehr geliebt. Es gibt jetzt zwei neue Sorten. Und dann kommen wir auch schon zum Freitag. Da habe ich zum Frühstück nur einen Protein-Blueberry-Smoothie getrunken, weil ich an dem Abend zuvor halt so spät gegessen hatte und dann relativ wenig Hunger bzw. eigentlich gar keinen Hunger hatte und habe dann noch schnell einen Crispy Hay Protein in Double Chocolate gegessen, weil ich wusste, dass ich den Tag nach Frankfurt fahre und da unterwegs sein werde. Deswegen habe ich einfach schon mal ein bisschen was vorgegessen, auch wenn ich nicht so wirklich Hunger habe. Und deswegen waren es halt so snackmäßige Sachen. Aber ja, so Tage gibt es eben auch mal. Wie gesagt, ich versuche ja mich intuitiv zu nennen oder ernähre mich intuitiv und höre da einfach auf meinen Körper, wie ich auch Hunger habe. Und ich war in Frankfurt für ein Event eingeladen bei Dyson und das habe ich nicht gefilmt, was es dort alles gab. Es gab halt so Snackfood mit Quinoa tatsächlich, voll viele vegane Sachen, Gemüse und Tempeh sogar. Und es gab vielleicht auch einen Champagner, den ich auch nicht gefilmt habe. Deswegen habe ich leider nur diese Aufnahmen hier und dann noch einen Kaffee mit Hafermilch. Ich habe mir dann aber noch was für zu Hause mitgenommen, fürs Abendessen, weil ich zu faul war zu kochen, und zwar bei Stadtsalat. Kennt ihr auch, glaube ich, von mir. Das ist so nice, da kann man sich eben auch selber was zusammenstellen. Ich hatte Spinat und Romanasalat als Base, dann Blumenkohl, Brokkoli geröstet, Kichererbsen geröstet, dann rote Beete Hummus, Tofu, und ich habe noch Hanfsamen zu Hause und oben drauf gegeben, und dazu gab es für mich das Cucumber Tahini, also Gurke Tahini Dressing. Genau, das war sehr, sehr lecker und erfrischend. Und zum Nachtisch gab es dann, wie basic, die Tage zuvor einen Granny Smith Apfel aufgeschnitten mit gefrorenen Beeren und dann wieder das Cinnamon Roll Naughty Nuts Nussmus. Also ich glaube, ich habe das gefühlt als Dessert jeden Tag gegessen, aber wenn ich was habe, was ich liebe, dann gibt es das eben bei mir auch fast täglich. Und schon sind wir wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen, dass so ein bisschen meine Arbeit hier appreciated wird. Aber das weiß ich, dass meine aktive Community das auch immer macht. Lasst doch gerne einen Kommentar, dann können wir uns noch ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Darüber freue ich mich auch immer sehr, da von euch zu lesen und ja, eure Kommentare mir durchzulesen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst sehr gerne auch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ihr wisst Bescheid, was man eben alles immer so sagt, ne? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!